Fels, zu der wir eingeladen haben. Wir sind ja die Einladenden und freuen uns, dass Sie der Einladung gefolgt sind. Was wir heute Abend von Herrn Bayer zu hören bekommen, bezeichne ich bildhaft so als etwas wie eine Bypass-Operation. Wir sind ja beim Herzen, ja, wenn die Herzkranzgefäße dicht sind, muss man drumherum einen Bypass legen. Wenn in der Wirtschaft die Blutzufuhr schwierig wird, und das Blut in der Wirtschaft ist halt nur mal das Geld. Sogar wenn es um die Mitarbeiterbindung geht, ja, wenn man sagt, okay, das ist bei meiner Firma ist es jetzt nicht das Geld, sondern die Mitarbeiter selber, aber womit binden wir die? Halt auch letztlich durch bare Münze. Und diese Bypass-Operation ist das, was der Herr Bayer jetzt vorstellt. Die Art und Weise, wie die Großkonzerne von Bosch, Siemens angefangen über Liebherr und Gute Hoffnungshütte, gibt es jetzt glaube ich nicht mehr, bankunabhängig geworden sind. Und wie das jetzt auch kleine und mittlere Unternehmen seit dem Jahr 2002, seitdem es eine Gesetzesänderung gegeben hat, in Angriff nehmen können. Und wie Firmen nicht nur so etwas wie eine eigene Hausbank, wenn die Finanzierung schwieriger wird, könnten sie ihre eigene Bank, nicht nur eine eigene Hausbank aufbauen können, sondern eben eine Art Kriegskasse, um eines Tages in der Lage zu sein, schwächelnde Konkurrenten aufzukaufen oder eben das, was ich eingangs dazu erwähnt habe, die Mitarbeiterbindung und Findung jetzt von der Effizienz her zu steigern, ganz egal. Alles wird auf einen Punkt zulaufen und der nennt sich jetzt in unserem internen Sprachgebrauch die innenfinanzierte Unternehmenskasse. Und zu dem Thema heiße ich jetzt den Herrn Bayer, Wirtschaftsprüfer, herzlich willkommen. Cobra, übernehmen Sie.